So, hallo Freunde. Heute mal wieder schön unterwegs. Auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Ich will ja an der Videoantwort von Monty auch mit teilnehmen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Achso, Entschuldigung, wie unhöflich. Brille ab. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir einen geeigneten Schlafplatz hier finden. Weil das heißt ja, wir sollen eine Übernachtung im Wald und noch diverse andere Sachen, die mir jetzt leider entfallen sind. Aber na, ich konnte mir das halt noch merken, so auf die Schnelle. Eine Übernachtung im Wald. Ja, schauen wir mal. Mit dabei natürlich, wo ist sie denn? Tara? Mit dabei natürlich Tara. Okay. Wollen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Und für alle Freunde der scharfen Messer und der Gruppe im Facebook, der Messergruppe, habe ich natürlich im Rahmen des Puzzle Round Mr. Enzo Trapper dabei, was ich natürlich gleich ausprobieren werde. Na? Und vielleicht kann ich mal schon die ersten Eindrücke kundtun. Ne? Also der erste Eindruck, hammer geil. Der Stahl, O1 Stahl, wahnsinnig scharf, das ist der Hammer, wie scharf man so ein Messer kriegen kann. Mal gucken hier, da ist gar nicht mehr. Nee, da ist nichts mehr zum Abrasieren. Mal die andere Seite gucken. Achtung. Ich filme wieder, ich filme natürlich wieder mit der Handycam, also mit dem iPhone. Ja, also, das ist schon, wo ist es denn? Sieht man's? Ja, ein bisschen sieht man. Okay, also, bis gleich und ich werde mal die Kamera bzw. das Handy mal in Miro-freundliches Drehen umwandeln. Also bis gleich, wir sehen uns. So, da bin ich nochmal. Wie ihr seht, ein super Wetter, super Ausblick. Und da, an dieses kleine Wäldchen, da möchte ich gerne. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Freunde, ich bin angekommen. Hier nochmal Rundumblick. Schöne, weite Wiese. Und hier, da werde ich ein Nachtlager aufbauen. Für diese Nacht. Und mal gucken. Und zwar mein Rucksack zwischen den und den werde ich meine Hängematte aufbauen und mal gucken. Ich werde so ein bisschen mein Nachtlager aufschlagen und Gott, schon wieder die Sonnenbrille auf. Ein bisschen unhöflich, ne? Aber es ist halt schön sonnig. Guck. Tara, die wartet schon. Allerdings werde ich mich zurückmelden, wenn es ein bisschen dunkler ist und wenn ich mein Nachtlager halt aufgebaut habe. Ja? Okay. Also, bis gleich. Ciao. So, Freunde. So langsam habe ich mein Lager fertig. Da unten steht es. Tara
liegt schon auf ihrem Platz. Ja, man sieht hier, wie gesagt, mein Poncho. Hier schöne Hängematte. Ja. Bambushütte.de. Drin liegt schon der Schlafsack bereit. Mal sehen, ob ich den brauche. Es soll eigentlich nicht kalt werden heute Nacht. Ja, das ist mein Setup. Gucken wir es uns mal genauer an. Ja. Unten habe ich einen Platz für die Gitarre. Ja. Extra. Ja, hier mit ein bisschen Silber, jetzt nicht allzu frisch wird unten am Boden, weil die mag nicht mit in die Hängematte. Ich habe es versucht, aber irgendwie ist es zu schaukelig. Ne? Ja, gucken wir mal rein. Eigentlich ganz gemütlich. Nachher, wenn ich drin liege, melde ich mich nochmal. Gut, ansonsten habe ich hier, mache ich mir nachher noch einen Tee. Natürlich befeuere ich den nicht mit Holz. Ich habe da meinen Trangia-Kocher und nehme die Buschbox als Windschutz. Na? Ja, ansonsten sieht man hier schön. Die Sonne, die steht noch. Meine Unterkunft für heute Nacht. Nicht wahr? Schauen wir mal. Ich hoffe, es regnet nicht. Ansonsten muss ich das Lager von der Lager Eltara, Entschuldigung, unter mir. Und dann geht's auch. Nicht wahr? Also, wir sehen uns nachher, wenn es dunkel ist. Bis dahin. So, Freunde des gepflegten Schlafes. Jetzt ist es ein bisschen dunkler, ein bisschen ruhiger. Im Hintergrund hört man noch ein bisschen die Autobahn. Schon ein bisschen zugedeckt. Da schläft da. Mal sehen, ob man sehen kann. Ansonsten wünsche ich eine ruhige Nacht und wenn alles gut geht, sehen wir uns morgen früh nochmal beim gepflegten Kaffee. Gute Nacht. So, 1:30 in der Nacht, geschlafen habe ich noch nicht viel. Aber die Geräusche hier sind gut. So, moin Freunde. Es ist 5.18 Uhr. Die Sonne ist schon aufgegangen. Ich bin auch wach. Das Wetter ist herrlich. Ich würde mir jetzt mal... Oh Gott. Ich würde mir jetzt mal einen schönen Kaffee kochen. Und dann werde ich so langsam zusammenpacken. So, Monty. Das war eine Nacht im Wald übernachten. Für deine Videoantwort. Ich muss sagen, es war meine erste Nacht im Wald und ich denke, dass ich ein paar Stunden geschlafen habe.
Es war relativ frisch, trotz Schlafsack. Aber ansonsten war es ganz gemütlich. Ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche dir natürlich noch weitere Abonnenten. Mach weiter so, deine Filme sind immer toll. Ich schaue dir mal mit riesen Interesse an. Sehr unterhaltsam. Ja. Und vielleicht sieht man sich mal, ja. Ansonsten alles Gute. Ich lasse mir jetzt noch den leckeren Kaffee schmecken. Da, komm hier, komm. Komm hier. Ja, komm. Ja. Ansonsten. Alles Gute für dich, ne? Tschüss. Ciao.